Bei mir in der Heimat gibt es einen Autocross-Club, den MC Kesseltal. Und Freunde von mir waren schon immer sehr aktiv in dem Verein. Und ein Freund war schon mal deutscher Meister, ich glaube vor 10 oder 12 Jahren. Dann bin ich ein paar Mal auf Rennen mitgefahren. Und dann habe ich schon gemerkt, sowas würde mir auch mal gefallen. Vor 3 Jahren habe ich ein Auto gefunden, das wir dann verbessert und neu aufgebaut haben. Von Johann Hörn. Und ein Seat Ibiza eben, mit einem 2-Liter Saugmotor mit knapp 300 PS. Vom Seat Ibiza ist nur noch die Rohkarosse. Man kann sich eine Rohkarosse sandgestrahlt vorstellen. Und dann werden nur spezielle Stähle, Chromoliden und Rennsportteile verbaut. In unserem Seat Ibiza erinnert eigentlich nichts mehr von der normalen Innenausstattung. Es ist rennsportlich alles ziemlich knapp gehalten. Wir haben ganz wichtig einen Öldruckschalter, der uns sagt, wenn der Öldruck weg ist, der mich warnt. Natürlich ein Drehzahlmesser, der uns die Drehzahl gibt. Instrumente, Wassertemperatur, Spannung, Öltemperatur und am Lenkrad Scheibenwischer und Spritzwasser. Ansonsten haben wir ein blauen geschaltetes Getriebe, nicht ein sequenzelles. Hat den Grund, weil im Autocross die Streitfrage ist, was ist besser, sequenziell oder blauen geschaltet, weil man oft in Schikanen oder was fahren muss und mehrere Gänge auf einmal zurückschalten. Wir haben einen Tourbus, der sehr gut ausgebaut ist und wir kommen nicht irgendwie mit VW-Bus und Zelt. Also es ist ziemlich professionell. Und vorher war es ein Gefangenentransporter von der Polizei.